Der Chiemsee. Wenn ich die Augen schließe und sei es wo immer Wasser an Schiffsplanken plätschern höre, erwacht in mir die Erinnerung an die Jugendzeit. An Stunden, die ich im Kahn verträumte, den See rundum und den Himmel über mir, schreibt Ludwig Thoma in seinen Erinnerungen. Seit dem frühen 19. Jahrhundert hat der Chiemsee die Maler, Bildhauer, Dichter, Schriftsteller und Musiker inspiriert, haben seine ständig wechselnden Stimmungen, das ihm eigene Licht, Föhn, Wolken, Nebel, Sturm und Wind, die Künstler in seinen Bann gezogen. Auch die junge russische Künstlerin Ekaterina Zacharowa aus Moskau kann dem Zauber und der Schönheit der Chiemsee-Landschaft nicht widerstehen. Seit einigen Jahren hat sie hier ihre künstlerische Heimat gefunden. Die eigentliche Entdeckung des Sees und der Beginn der Freilichtmalerei liegen keine 200 Jahre zurück. Damals herrschte an der Münchner Akademie die strenge Historienmalerei. Und nur wenige Wagemutige brachen auf, um die Berge und Seen der heimischen Landschaft zu erkunden. Eine der frühesten Ansichten des Chiemsees hat Peter von Hess 1813 im Auftrag König Max I. gemalt. Der genaue Standpunkt des Malers auf der Ludwigshöhe bei Rimsting lässt sich heute noch ausmachen. Doch das Bild entstand nach Skizzen und Studien im Atelier. Es war absolut unüblich und sogar verpönt, die Natur vor der Natur zu malen. (1828) zogen vier reiselustige Studenten gen Süden und gelangten nach langer Wanderschaft und stürmischer Überfahrt auf die Insel Frauenwörth. Die alte Klosterinsel mit dem weißleuchtenden Campanile und ihren Fischerhäusern war für die jungen Maler wie eine Offenbarung. Maximilian Haushofer, seine Vettern Karl und Josef Boshart und Franz Trautmann entdeckten die Insel als Malerparadies und begründeten die Künstlerkolonie Frauenwörth. Noch vor Barbizon, Worpswede oder Dachau entstand auf Frauenchiemsee die erste und älteste Künstlerkolonie Europas. Es war eine aufregende Zeit. Maximilian Haushofer verliebte sich in die Wirtstochter Anna Dumser, die er später heiratete. Und sein Malerfreund Christian Ruben nahm die Schwester zur Frau. Die idyllische Lage und die seit der Säkularisation leerstehenden Räume des Klosters zogen Künstler aus ganz Deutschland an. 1836 lebten bereits 26 Maler auf der Insel. Überall standen die Staffeleien an den Ufern. Man malte vor der Natur. Dramatische Licht- und Wasserstimmungen wie bei Haushofer. Inselpartien und Prospekte aller Art.
Berühmt war das Ave Maria von Christian Ruben, das in zahlreichen Kopien existiert. Christian Mali, Eduard Schleich, Adolf Lier, Christian Morgenstern, Daniel Vohr oder Andreas Achenbach gehörten zur ersten Generation der Chiemsee-Maler, zu denen sich Schriftsteller wie Viktor von Scheffel oder Felix Dahn gesellten. Das fröhliche Künstlervolk hatte die Insel wie im Sturm genommen und die Herzen der Fischer erobert. Die erste Ausstellung der Inselbilder im Münchner Kunstverein wurde ein großer Erfolg. Die Menschen schätzten die Bilder vom beschaulichen Leben der Insulaner, die so ganz im Gegensatz zur akademischen Historienmalerei eines Peter von Cornelius in der Residenzstadt München standen. Eines der schönsten Bilder ist die Hochzeitsfahrt auf dem Chiemsee, die der aus Sachsen stammende Julius Köckert gemalt hat. Eine festliche Hochzeitsgesellschaft mit Pfarrer und Honoratioren in prächtiger Tracht. Herrliche Studien von Typen, die an Spitzweg erinnern, und Gesichtern, wie man sie bis heute an Festtagen erleben kann. Vergangenheit und Gegenwart sind auf Frauenchiemsee noch immer aufs Engste verwoben. Am Festtag der seligen Irmingard, der Schutzpatronin der Insel und des Chiemgaus, wird heute die neue Äbtissin vom Bischof eingesetzt. Auf dem stillen Friedhof hinter der Klostermauer liegen die Fremden, die inselverliebten Maler, Bildhauer und Schriftsteller, neben den Fischer- und Handwerkerfamilien, den Insulanern. Das Dasein ist ja nur ein Flügelschlag der Zeit, steht auf dem Grab von Max Haushofer, dem Inselchronisten und Sohn des Entdeckers. Um 1870 kommen die beiden bekanntesten Maler des Chiemsees auf die Insel. Der aus Schwaz in Tirol gebürtige Josef Wopfner und der Darmstädter Karl Raub. Ihr Thema? Die harte Arbeit und das Leben der Fischer im Einklang mit der Natur. Bis heute hat sich wenig geändert, auch wenn die Boote aus Stahl sind, die Netze weitmaschiger und die Ausbeute besser. Aber damals wie heute ist der reiche Fischfang, wie ihn Karl Raub in seinem 1 Meter mal 3 Meter großen Bild dargestellt hat, der Traum eines jeden Fischers. Bei Raub tritt das erzählerische Moment, die eigentliche Handlung, stark in den Vordergrund. Wird die Landschaft zur dramatischen Kulisse der agierenden Personen. Die Wickelfischer, die eigentlich Lecks heißen, gibt es seit mehr als einem Jahrhundert auf der Insel. Holmer Lecks führt uns den größten Schatz der Fischer vor. Das ist die Standarten der Fischereigenossenschaft Chiemsee, die der Professor Josef Wopfner 1903 die Inselfischer gestiftet hat, zum Dank, dass sie ihm so oft Modell gestanden sind
Das Beutel stellt den reichen Fischfang dar, wie er in der Bibel beschrieben ist. Den wir natürlich alle erhoffen, den reichen Fischfang, ganz klar. Es ist ein ganz wundervolles Stück. Auf den Rückseiten ist eine Handstickerei von unseren Nonnen vom Kloster. Die Standarten werden mitgetragen, jedes Jahr bei uns beim Fischejahrtag. Und natürlich, wenn ein Fischerkollege beerdigt wird. Auch wenn die Ansichten ein idyllisch verklärtes Bild abgeben, so war und ist dieses kleine Stückchen Erde inmitten des Bayerischen Meeres vor der gewaltigen Kulisse der Chiemgauer und Salzburger Berge ein kleines Paradies, das bis heute seinen Charme und seine Atmosphäre bewahrt hat. Die Überfahrt zur Insel konnte sich bisweilen dramatisch gestalten, wenn plötzlich ein Gewitter aufzog. Wopfner und Raub liebten diese bedrohlichen Momente und verwandelten den See in ein sturmzerzaustes Meer mit flehentlich um Rettung betenden Menschen. Bis heute sind die Gewitter am Chiemsee gefürchtet. Kann der blitzschnell aufbrausende Sturm das gerade noch bleiern daliegende Wasser in eine wild tobende See verwandeln. Einst und jetzt hat Karl Raub das Bild genannt. Darauf der neue Dampfer Luitpold, das qualmende Ungeheuer und ein sich gemütlich die Pfeife anzündender alter Fährmann. In den 20er und 30er Jahren war Hirselmeier Erding der bedeutendste Chiemseemaler. Neben Landschaften und Interieurs malte er Porträts von großer Meisterschaft. Beim Klampfleutner, dem Inseltöpfer, war er ein gern gesehener Gast und malte dieses wunderbare Porträt. Noch heute wird das Anwesen gerne von Malern bewohnt. Viele Sommer hat Paul Paulus, der über 90-jährige hochverehrte Priener Chiemsee-Maler, in diesem Haus verbracht. Ich wohnte ja beim Klampfleutner. Und wenn man da bei die Haustür hinausgegangen ist, dann ist man im Garten gestanden. Und das war natürlich ganz natürlich, dass man da natürlich den Garten malt. Und das habe ich auch gemacht. Aber plötzlich habe ich dann gemerkt, dass in dem Bild irgendwo ein Loch drin ist, das zugefüllt gehört. Und wenn Sie jetzt selber schauen, wenn Sie da das wegnehmen, dann ist es nicht mehr so interessant. Und das ist mir eingefallen. Und dann habe ich der Frau Klampfleiter gerufen, die ist dann gekommen. Da habe ich gesagt, du, ich brauche halt unbedingt irgendwo was hin. Und ich denke zum Beispiel Hemd oder Unterhosen von deinem Mann. Und die kommt man dann da auf die Leine hängen. Und die ist also dann abgerauscht und hat das sofort gebracht. Und dann habe ich also auf diese Weise. Und ich finde, dass das Bild ohne diese Unterhosen nicht so schön war. Unvergleichlich sind seine sommerlichen Blumengärten auf der Insel, die Blumenstillleben und die herrlichen Landschaftsbilder, die die zu allen Jahreszeiten wechselnden Schönheiten der Chiemsee-Landschaft festhalten. Das ist ein alter Bauernhof in Osternach, mindestens 300 Jahre alt.
Und mich hat das so interessiert, das Licht da drinnen. Und ich habe also da meinen Stuhl aufgestellt und habe zu malen angefangen, aber keine 5 Minuten. Dann kam ein Ganserer und der Ganserer, der hat mich nicht leiden können, wahrscheinlich weil ich da die Ruhe gestört habe. Und der ist selber hergekommen und hat mich zwickt. Und ich habe mich nur dadurch noch abwehren können, dass ich mit dem Pinsel den auf den Kopf aufgehauen habe. Und auf diese Weise hat er einen Kopf gekriegt, der war unwahrscheinlich poppig, weil rot und rot und grün und weiß und alle Farben hat er gehabt. Und, aber der hat sich nicht stören lassen, bis die Bayerin gekommen ist und hat ihn abgeholt. Aus seinen Bildern spricht die Freude an der Schönheit der kleinen Dinge. Und seien es nur ein paar Stiefmütterchen oder ein Pfingstrosenstrauß. In Prien am Chiemsee gibt es ein verwunschenes Paradies, in dem neben köstlichen Kräutern und Gemüsen die prächtigsten Blumen gedeihen. Im Herbst Dahlien aller Art, von Bienen und Schmetterlingen bevölkert. Wenn man etwas Zeit mitbringt, zaubert Bibi Krummrei, sein Besitzer, die schönsten Blumensträuße. Einfache, bunte Bauernsträuße, die das Herz erfreuen. Es ist ein besonderer Ort, den auch die Maler lieben und der einst George Steffula, den in Prien ansässigen Maler, inspiriert hat. Dieses Bild ist mein größter Stolz. Die Familie Steffula kennen wir schon fast seit Kriegsende, seit sie halt in Prien sind. Und waren gute Kunden, haben sich selbst versorgt, immer unsere Produkte selber geholt. Und wie sie dann etwas älter geworden sind, war ich so frei und habe jede Woche ihnen was liefern dürfen. Und ich habe ja den Steffula immer für einen naiven Künstler gehalten, aber das wäre die größte Beleidigung für ihn gewesen, wenn wir da eingestuft hätten. Und eines Tages hat er zu mir gesagt, wissen Sie überhaupt, dass ich eine Spezialität von mir Porträts sind? Und dann habe ich gesagt, nein, Sie haben so einen Charakterkopf auf, ist mir noch nie aufgefallen zwar, dürfte ich Sie mal porträtieren? Und nach langem Überlegen habe ich es ihm gestattet. Und das Produkt ist da daraus entstanden, nach 5 oder 6 Sitzungen, wobei seine Frau immer das kritische Publikum war. Die hat einiges beanstandet, was er bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Sitzung dann abgeändert hat. Und zu guter Letzt war ich sehr glücklich und zufrieden mit seinem Werk. Das Atelier von George Steffula wirkt noch immer so, als wäre der Maler gerade für einen Moment vor die Tür gegangen. Doch er und seine Frau sind schon seit Jahren tot. Nach dem Krieg hatte das Maler-Ehepaar am Chiemsee seine künstlerische Heimat gefunden. In dem kleinen Haus am See schufen sie sich eine Märchenwelt, lebten die Harmonie eines wahr gewordenen Traums vom Glück. Georges Bilder, grandios und in altmeisterlicher Manier gemalt, sind voller Geheimnisse, die sich erst nach Jahren des Betrachtens enthüllen.
Oft sind es Traumwelten, ideale Landschaften, voller Poesie und Zärtlichkeit. Ganz anders und doch ähnlich die kleinformatigen Bilder von Dorothea Stefula. Bilder aus der griechischen Mythologie, Hermes und Kalypso. Auch sie geheimnisvoll, poetisch, leise, liebevoll, von ausgewählter Schönheit. Dorothea malt die kleinen Dinge des Alltags, die Kinder, Stillleben, minutiös und akribisch, voller Humor. Die Bilder entführen den Betrachter in eine stille, empfindsame Welt. Sprünge im Geschirr oder Verletzungen der Früchte machen die Vergänglichkeit alles Irdischen deutlich. Es war ein ungeschriebenes Gesetz im Hause Stefula, dass keiner des anderen Atelier beim Malen betreten durfte. Und so schufen sie beide ihre ganz eigenen Paradiese. Eva mit dem Apfel. Oder das Paradies der Tiere. Vielleicht waren sie auf der Suche nach dem verlorenen Paradies unserer Zeit, wollten mit ihren Bildern kleine Inseln des Glücks schaffen. In unserer Zeit, die so unerquicklich ist, sollte man nicht ängstlich sein, das Schöne zu zeigen, hat George Stefula einmal gesagt. In der Nachkriegszeit hatten Dutzende von Künstlern und Künstlerehepaaren, wie die Balvés, die Kaspars, die Eulers oder die Croissants, am Chiemsee Zuflucht gefunden. Jeder Einzelne prägte ein neues Landschaftsbild in der Geschichte der Chiemseemalerei. Eugen Croissant, der Karikaturist des Simplicissimus und der fliegenden Blätter, bevorzugte den Winter. Er hinterließ unglaublich subtile Aquarelle, direkt im Eis und Schnee vor der Natur gemalt. Wenn er den Bauern in Urfahn mit seinen Malerutensilien begegnete, hieß es nur lapidar: der Winter kommt. Die Zeiten waren hart, aber man half zusammen und entwickelte alle möglichen Überlebensstrategien. Ein vielseitiger Künstler, der das Ortsbild seiner Heimatgemeinde mit dekorativer Malerei geschmückt hat, aber auch wenig bekannte wunderbare Aquarelle und Ölbilder der Chiemgauer Landschaft geschaffen hat, ist der Priener Maler Konrad Huber. Ganz zurückgezogen und bescheiden lebt er in seinem kleinen blauen Häuschen abseits der lauten Straßen von Prien. Lange Studienreisen haben den Maler einst nach Afrika in die Wüste, zu den Athos-Klöstern in Griechenland oder in die Toskana geführt. Nur wenige bekommen den reichen Schatz seiner Bilder zu Gesicht. Klare, einfache Strukturen machen den Reiz seiner Aquarelle aus. Skizzen aus dem Voralpenland,
ganz unspektakuläre Ansichten aus seiner näheren Umgebung. Also ich bin zwar ein geborener Chiemgauer, ein Chiemgauer Maler, und gehöre nicht zur Sorte dieser Landschaftspinsler. Durch mein Studium in der Münchner Akademie habe ich ganz andere Ideen bekommen. Und ich liebe meine Landschaft und meine Chiemsee-Landschaft sehr. Eine Fraueninsel habe ich nie gemalt. Fraueninsel habe ich nie gemacht. Nein, die war mir, weil alles Fraueninsel gemalt hat. Alles hat Fraueninsel gemalt. Und das hat mir keine Inspiration mehr gegeben, hat mich nicht mehr erregt. Dagegen, so Berg, die haben mich erregt. Ja? Die Strukturen, wie ein Berg so aufgebaut ist, ja, wie diese Linien laufen, wie die Kare laufen, wie der Horizont ist, das war für mich so erregend. Und alle meine Bilder sind so geworden, sind alle strukturell aufgefasst. Ja. Ich habe noch alle Bilder. Du uns hätte. Der Apfelbaum vor seinem Fenster. Bekannt ist Konrad Huber durch seine Frauenbilder, den Zyklus der Jahreszeiten oder der biblischen Frauen, deren Komposition und Gestalt ihn seit Jahren beschäftigen. Aber seine größte Liebe galt den Araberinnen, die ihn auf seinen Reisen durch die Wüste zu vielen Zeichnungen, Ölbildern, Holz- und Linolschnitten inspiriert haben. Diese blauen Frauen, die gab es in Südmarokko, in einem ganz bestimmten Gebiet. In anderen Gebieten waren sie wieder anders angezogen, mit rötlichen oder mit gestreiften Kleidern. Aber am schönsten waren die, die so ganz einheitlich waren. Da war dieser Faltenwurf so in der Sonne so intensiv, ja. Und unten haben dann die Füße immer rausgeschaut und da waren dann immer die Silberringe dran. Das war praktisch ihr Reichtum. Und die Männer haben ihnen dann immer wieder einen Ring kaufen müssen. Und wenn sie sich die Männer dann die Frauen zum Teufel gekaut haben, das hat man leicht machen können, dann war das ihr Reichtum, dieser Silberschmuck. Aber interessiert habe ich natürlich an diesen Frauen, diese einheitliche große Figur, die ganz, ganz geschlossen war. Ja? Und innerhalb dieser geschlossenen Figur gab es dann die vielen Falten, die Strukturen, ja? Und bloß die Köpfe, nur die Augen haben rausgeschaut, sonst nichts. Die Nase, bis zur Nase her, der Mund hat nicht mehr rausschauen dürfen. Und die Beine unten haben rausgeschaut. Aber mich hat das fasziniert, so diese blaue Wolke. War durch der blaue Wolken, die hat sich daher gewalzt so auf dem Boden. Ja, ja. Hatten die ersten Inselentdecker noch die Fraueninsel als Malerparadies erkoren, so waren seit 1900 überall an den Ufern des Sees Künstlerrefugien entstanden, wurde der Chiemsee zu einem begehrten Lebensraum. In Prien, in Gstaad, in Breitbrunn, Urfahn oder in der Feldwies ließen sich zahlreiche Künstler nieder und bildeten immer wieder neue Gemeinschaften, wie zum Beispiel die Priener Bären und Löwen oder die Welle.
Berühmte Maler wie Theodor Hummel, Bernhard Klinkerfuß, Heinrich Heidner, Albert Stagura, Rudolf Sieg, Hermann Gröber, Ludwig von Zumbusch, Julius Exter, Balwé, Demmel, Willi Geiger und viele andere mehr eroberten den Chiemsee als ihre künstlerische Heimat. Die Wohlhabenderen bauten sich ihre eigenen Villen am Wasser und pflegten die unterschiedlichsten Stile und Richtungen der Plein-Air-Malerei. Den Einfluss der Chiemsee-Maler auf die Einheimischen, abseits vom lauten Trubel, die Schönheit und Stille der Berge und des Sees zu genießen, sollte man nicht unterschätzen. Das empfindsame Licht, die sanften Bewegungen der Hügel und die sich staffelnden Bergketten erschließen immer wieder neue Perspektiven, die auch Maler zeitgenössischer Kunst begeistern können. Bei Katharina von Wertz steht zwar die menschliche Figur im Mittelpunkt der Arbeiten, aber die Gestalten sind stets in die Natur eingebettet. Die grandiose Kulisse, die sich vor ihrer Staffelei ausbreitet, die Bauernwiesen oder der See inspirieren die Künstlerin auf eine Weise, in der Landschaft und menschliche Figur ineinandergreifen, sich gegenseitig bedingen und zu einem Ganzen verschmelzen. In der scheinbar flüchtig hingeworfenen Skizze verdichten sich die Gegenstände durch expressive Farb- und Formsetzungen zu einem wild bewegten Strudel. Berge, Wiesen, Himmel und Figuren werden in ein Netz von Linien und Farben verwoben. Die Grenzen zwischen Gegenständlichem und Abstrakten scheinen aufgehoben. In der Serie der Liegenden umrahmt ein dramatisch akzentuierter Himmel die Figur im Grünen. Kritzelige Liniengeflechte und Farbfetzen, vehement und schnell aneinandergesetzt, machen den ungeheuren Reiz der rhythmisch abstrahierten Serien aus. In der Verknüpfung von Zeichnung und Farbe herrscht oft Weiß vor, markieren klare, leuchtende Farben die umgebende Landschaft. Herrlich die Federballspieler vor blau-weißem Himmel, in denen Bewegung durch Licht und Farbe mit breitem Pinselstrich festgehalten wird.
Die Leichtigkeit resultiert aus einer offenen, weichen Farbgebung, die vermalbar ist, das heißt, durch das rasche Tempo des Malprozesses stets veränderbar ist. Auch die Frau im Ruderboot fasziniert durch die Farbdifferenzierung und Lebendigkeit. Spontan sind die Farbnuancen gesetzt, vermalt, verwischt und doch im festen Rahmen geordnet. Die Chiemsee-Landschaft, die aktuellen Eindrücke und Stimmungen sind wichtig, sagt Katharina. Und es setzt eine besondere Spannung voraus, um den Himmel, das Gras, den Horizont und die Weite in Bildern auszudrücken. Auch für Gerlinde Teicher-Losert sind der See und die Landschaft eine nicht versiegende Quelle der Inspiration. Fernab vom Kunstbetrieb, in der Stille und Abgeschiedenheit einer alten Orangerie, auf einer Halbinsel im See, arbeitet die Künstlerin. Faszinierend, visionär, dramatisch der Kongo-Zyklus, angeregt durch die Lektüre eines Buches. Afrika am Chiemsee. Bilder, die eine existenzielle Situation beschreiben, die uns in ihren Bann ziehen. Bilder von magischer Kraft. Sie wissen ja, dass ich oft zyklisch arbeite und da werde ich oft gefragt, warum tun Sie das? Und da muss ich sagen, es bleibt ja nie was, wie es ist. Es ist alles im Fluss. Und mein Thema ist die Wandlung, die Wanderschaft, der Wanderer. Und so habe ich meine Zyklen aufgebaut. Das heißt, von einer schwierigen Situation versuche ich, in eine etwas transformierte Situation zu führen. Das kann man mit der Landschaft machen, wie zum Beispiel der Weg übers Eis. Da ist der Chiemsee zugefroren und es ist eine wunderbare Landschaft. Und trotzdem sehnt man sich nach dem Frühjahr, nach bestimmten Gerüchen und nach dem bewegten See wieder. In der ihrer eigenen Technik mit Pastellkreiden verdichtet sie die Farbe zum poetischen Bild. Ganz spontan entstehen im Malprozess Farbfelder, Zeichen, Assoziationen, abstrakte Figurationen. Es sind fast meditative Bilder, in die Farben, Licht, Gefühle und die Stimmung des Augenblicks eingeschmolzen werden. Und doch lassen diese stillen Bilder aufhorchen. Gibt es immer etwas zu entdecken, das den Betrachter ein wenig beunruhigt? Der Chiemsee hat mich ganz besonders inspiriert, als wir von München herausgezogen sind. Und zwar muss ich Ihnen sagen, dass da noch etwas Besonderes war, nämlich die Natur und die Landmaschinen, die in der Natur standen und manchmal wirkten wie Dinosaurier. Und diese Mischung aus Natur und Maschine, diese Spannung, die da entsteht, die hat mich ganz besonders begeistert. Und so fing eigentlich
der Weg nach Weingarten an. Und das war ein ganz typischer Weg, der von Weingarten nach Aisching führte und rechts und links Felder oder Wiesen hatte, je nachdem, was angepflanzt wurde. Und hinten am Ende sah man Aisching, die Häuser von Aisching, die waren manchmal ganz geduckt und wirkten wie Gesichter. Ich habe diesen Zyklus eigentlich sehr gern gemalt, weil es ungeheuer spannend war, anhand einer Sache immer wieder die Veränderung zu sehen. Das heißt, man braucht gar nicht viel. Wenn man genau hinschaut, kann man viele Veränderungen wahrnehmen. Es braucht Zeit, sich in die Motive von Gerlinde Teicher-Losert einzusehen, um die Geheimnisse in ihren ungewöhnlichen Werken zu entschlüsseln. Die zeitgenössische Kunst wird heute von ganz anderen Problemen bewegt, als es damals zu Beginn der Chiemsee-Malerei der Fall war. Doch als die ersten wagemutigen Landschaftsmaler, Maximilian Haushofer und seine Freunde, die Künstlerkolonie Frauenwörth begründeten, die älteste Kolonie in Europa, waren sie zu ihrer Zeit ebenso modern und wegweisend. Und auch die kommenden Künstlergenerationen werden die Natur und die Dinge des Lebens auf ihre Weise darstellen. Nur der Chiemsee und seine Berge. Sie werden immer die gleichen sein. Der Chiemsee. Wenn ich die Augen schließe und sei es wo immer Wasser an Schiffsplanken plätschern höre, erwacht in mir die Erinnerung an die Jugendzeit. An Stunden, die ich im Kahn verträumte. Den See rundum und den Himmel über mir, schreibt Ludwig Thoma in seinen Erinnerungen. Seit dem frühen 19. Jahrhundert hat der Chiemsee die Maler, Bildhauer, Dichter, Schriftsteller und Musiker inspiriert, haben seine ständig wechselnden Stimmungen, das ihm eigene Licht, Föhn, Wolken, Nebel, Sturm und Wind, die Künstler in seinen Bann gezogen. Auch die junge russische Künstlerin Ekaterina Zacharowa aus Moskau kann dem Zauber und der Schönheit der Chiemsee-Landschaft nicht widerstehen. Seit einigen Jahren hat sie hier ihre künstlerische Heimat gefunden.
Die eigentliche Entdeckung des Sees und der Beginn der Freilichtmalerei liegen keine 200 Jahre zurück. Damals herrschte an der Münchner Akademie die strenge Historienmalerei. Und nur wenige Wagemutige brachen auf, um die Berge und Seen der heimischen Landschaft zu erkunden. Eine der frühesten Ansichten des Chiemsees hat Peter von Hess 1813 im Auftrag König Max I. gemalt. Der genaue Standpunkt des Malers auf der Ludwigshöhe bei Rimsting lässt sich heute noch ausmachen. Doch das Bild entstand nach Skizzen und Studien im Atelier. Es war absolut unüblich und sogar verpönt, die Natur vor der Natur zu malen. »1828 zogen vier reiselustige Studenten gen Süden und gelangten nach langer Wanderschaft und stürmischer Überfahrt auf die Insel Frauenwörth. Die alte Klosterinsel mit dem weißleuchtenden Campanile und ihren Fischerhäusern war für die jungen Maler wie eine Offenbarung.« Maximilian Haushofer, seine Vettern Karl und Josef Boshart und Franz Trautmann entdeckten die Insel als Malerparadies und begründeten die Künstlerkolonie Frauenwörth. Noch vor Barbizon, Worpswede oder Dachau entstand auf Frauenchiemsee die erste und älteste Künstlerkolonie Europas. Es war eine aufregende Zeit. Maximilian Haushofer verliebte sich in die Wirtstochter Anna Dumser, die er später heiratete. Und sein Malerfreund Christian Ruben nahm die Schwester. In den 20er und 30er Jahren war Hirselmeier Erding der bedeutendste Chiemsee-Maler. Neben Landschaften und Interieurs malte er Porträts von großer Meisterschaft. Beim Klampfleutner, dem Inseltöpfer, war er ein gern gesehener Gast und malte dieses wunderbare Porträt. Noch heute wird das Anwesen gerne von Malern bewohnt. Viele Sommer hat Paul Paulus, der über 90-jährige hochverehrte Priener Chiemsee-Maler, in diesem Haus verbracht. Ich wohnte ja beim Klampfleutner. Und wenn man da bei die Haustür hinaus gegangen ist, dann ist man im Garten gestanden. Und das war natürlich ganz natürlich, dass man da natürlich den Garten malt. Das habe ich auch gemacht. Aber plötzlich habe ich dann gemerkt, dass in dem Bild irgendwo ein Loch drin ist, das zugefüllt gehört. Und wenn Sie jetzt selber schauen, wenn Sie da das wegnehmen, dann ist es nicht mehr so interessant. Und das ist mir eingefallen. Dann habe ich der Frau Klampfleitner gerufen, die ist dann gekommen. Da habe ich gesagt, du, ich brauche halt unbedingt irgendwo was hin. Und ich denke zum Beispiel Hemd oder Unterhosen von deinem Mann. Und die kommt mir dann da auf die Leine hängen. Und die ist also dann abgerauscht und hat das sofort gebracht. Und dann habe ich also auf diese Weise, und ich finde, dass das Bild ohne diese Unterhosen nicht so schön war. Unvergleichlich sind seine sommerlichen Blumengärten auf der Insel, die Blumenstillleben und die herrlichen Landschaftsbilder, die die zu allen Jahreszeiten wechselnden Schönheiten der Chiemsee-Landschaft festhalten. Das ist ein alter Bauernhof in Osternach, mindestens 300 Jahre alt. Und mich hat das so interessiert, das Licht da drinnen. Und ich habe also da meinen Stuhl aufgestellt und habe zu malen angefangen, aber keine 5 Minuten. Dann kam ein Ganserer und der Ganserer, der hat mich nicht leiden können, wahrscheinlich weil ich da die Ruhe gestört habe. Und der ist aber hergekommen und hat mich zwickt. Und ich habe mich nur dadurch noch abwehren können,
dass ich mit dem Pinsel den auf den Kopf aufgehauen habe. Und auf diese Weise hat der einen Kopf gekriegt, der war unwahrscheinlich poppig, weil rot und grün und weiß und alle Farben hat er gehabt. Und, aber der hat sich nicht stören lassen, bis die Bäuerin gekommen ist und hat ihn abgeholt. Aus seinen Bildern spricht die Freude an der Schönheit der kleinen Dinge. Und seien es nur ein paar Stiefmütterchen oder ein Pfingstrosenstrauß. In Prien am Chiemsee gibt es ein verwunschenes Paradies, in dem neben köstlichen Kräutern und Gemüsen die prächtigsten bis auf die Insel. Der aus Schwaz in Tirol gebürtige Josef Wopfner und der Darmstädter Karl Raub. Ihr Thema? Die harte Arbeit und das Leben der Fischer im Einklang mit der Natur. Bis heute hat sich wenig geändert, auch wenn die Boote aus Stahl sind, die Netze weitmaschiger und die Ausbeute besser. Aber damals wie heute ist der reiche Fischfang, wie ihn Karl Raub in seinem 1 Meter x 3 Meter großen Bild dargestellt hat, der Traum eines jeden Fischers. Bei Raub tritt das erzählerische Moment, die eigentliche Handlung, stark in den Vordergrund, wird die Landschaft zur dramatischen Kulisse der agierenden Personen. Die Wickelfischer, die eigentlich Lecks heißen, gibt es seit mehr als einem Jahrhundert auf der Insel. Holmer Lex führt uns den größten Schatz der Fischer vor. Das ist die Standarten der Fischereigenossenschaft Chiemsee, die der Professor Josef Wopfner 1903 die Inselfischer gestiftet hat, zum Dank, dass sie ihm so oft Modell gestanden sind. Das Beutel stellt den reichen Fischfang dar, wie er in der Bibel beschrieben ist, den wir natürlich alle erhoffen, den reichen Fischfang, ganz klar. Es ist ein ganz wundervolles Stück. Auf den Rückseiten ist ein Stück Handstickerei von unseren Nonnen vom Kloster. Die Standarten werden mitgetragen, jedes Jahr bei uns am Fischejahrtag. Und natürlich, wenn ein Fischerkollege beerdigt wird. Auch wenn die Ansichten ein idyllisch verklärtes Bild abgeben, so war und ist dieses kleine Stückchen Erde inmitten des Bayerischen Meeres vor der gewaltigen Kulisse der Chiemgauer und Salzburger Berge ein kleines Paradies, das bis heute seinen Charme und seine Atmosphäre bewahrt hat. Die Überfahrt zur Insel konnte sich bisweilen dramatisch gestalten, wenn plötzlich ein Gewitter aufzog. Wopfner und Raub liebten diese bedrohlichen Momente und verwandelten den See in ein sturmzerzaustes Meer mit flehentlich um Rettung betenden Menschen. Bis heute sind die Gewitter am Chiemsee gefürchtet. Kann der blitzschnell aufbrausende Sturm das gerade noch bleiern daliegende Wasser in eine wild tobende See verwandeln.
Einst und jetzt hat Karl Raub das Bild genannt. Darauf der neue Dampfer Luitpold, das qualmende Ungeheuer und ein sich gemütlich die Pfeife anzündender alter Fährmann. Blumen gedeihen. Im Herbst Dahlien aller Art, von Bienen und Schmetterlingen bevölkert. Wenn man etwas Zeit mitbringt, zaubert Bibi Krummrei, sein Besitzer, die schönsten Blumensträuße. Einfache, bunte Bauernsträuße, die das Herz erfreuen. Es ist ein besonderer Ort, den auch die Maler lieben und der einst George Stefula, den in Prien ansässigen Maler, inspiriert hat. Dieses Bild ist mein größter Stolz. Die Familie Stefula kennen wir schon fast seit Kriegsende, seit sie halt in Prien sind und waren gute Kunden. Haben sich selbst versorgt, immer unsere Produkte selber geholt. Und wie es dann etwas älter geworden sind, war ich so frei und habe jede Woche ihnen was liefern dürfen. Und ich habe den Stefula immer für einen naiven Künstler gehalten, aber das wäre die größte Beleidigung für ihn gewesen, wenn wir da eingestuft hätten. Und eines Tages hat er zu mir gesagt, wissen Sie überhaupt, dass ich... eine Spezialität von mir Porträts sind. Dann habe ich gesagt, nein, sie haben so einen Charakterkopf auf. Ist mir noch nie aufgefallen zwar. Dürfte ich sie mal porträtieren? Und nach langem Überlegen habe ich es ihm gestattet. Und das Produkt ist da daraus entstanden, nach 5 oder 6 Sitzungen, wobei seine Frau immer das kritische Publikum war. Die hat einiges beanstandet, was er bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Sitzung dann abgeändert hat. Und zu guter Letzt war ich sehr glücklich und zufrieden mit seinem Werk. Das Atelier von George Stefula wirkt noch immer so, als wäre der Maler gerade für einen Moment vor die Tür gegangen. Doch er und seine Frau sind schon seit Jahren tot. Nach dem Krieg hatte das Maler-Ehepaar am Chiemsee seine künstlerische Heimat gefunden. In dem kleinen Haus am See schufen sie sich eine Märchenwelt, lebten die Harmonie eines wahr gewordenen Traums vom Glück. Georges Bilder, grandios und in altmeisterlicher Manier gemalt, sind voller Geheimnisse, die sich erst nach Jahren des Betrachtens enthüllen. Oft sind es Traumwelten, ideale Landschaften, voller Poesie und Zärtlichkeit. Ganz anders und doch ähnlich die kleinformatigen Bilder von Dorothea Stefula. Bilder aus der griechischen Mythologie, Hermes und Kalypso. Auch sie geheimnisvoll, poetisch, leise, liebevoll, von ausgewählter Schönheit. Schwester zur Frau. Die idyllische Lage und die seit der Säkularisation leerstehenden Räume des Klosters zogen Künstler aus ganz Deutschland an. 1836 lebten bereits 26 Maler auf der Insel. Überall standen die Staffeleien an den Ufern. Man malte vor der Natur.
Dramatische Licht- und Wasserstimmungen wie bei Haushofer. Inselpartien und Prospekte aller Art. Berühmt war das Ave Maria von Christian Ruben, das in zahlreichen Kopien existiert. Christian Mali, Eduard Schleich, Adolf Lier, Christian Morgenstern, Daniel Vohr oder Andreas Achenbach gehörten zur ersten Generation der Chiemsee-Maler, zu denen sich Schriftsteller wie Viktor von Scheffel oder Felix Dahn gesellten. Das fröhliche Künstlervolk hatte die Insel wie im Sturm genommen und die Herzen der Fischer erobert. Die erste Ausstellung der Inselbilder im Münchner Kunstverein wurde ein großer Erfolg. Die Menschen schätzten die Bilder vom beschaulichen Leben der Insulaner, die so ganz im Gegensatz zur akademischen Historienmalerei eines Peter von Cornelius in der Residenzstadt München standen. Eines der schönsten Bilder ist die Hochzeitsfahrt auf dem Chiemsee, die der aus Sachsen stammende Julius Köckert gemalt hat. Eine festliche Hochzeitsgesellschaft mit Pfarrer und Honoratioren in prächtiger Tracht. Herrliche Studien von Typen, die an Spitzweg erinnern, und Gesichtern, wie man sie bis heute an Festtagen erleben kann. Vergangenheit und Gegenwart sind auf Frauenchiemsee noch immer aufs Engste verwoben. Am Festtag der seligen Irmingard, der Schutzpatronin der Insel und des Chiemgaus, wird heute die neue Äbtissin vom Bischof eingesetzt. Auf dem stillen Friedhof hinter der Klostermauer liegen die Fremden, die inselverliebten Maler, Bildhauer und Schriftsteller, neben den Fischer- und Handwerkerfamilien, den Insulanern. Das Dasein ist ja nur ein Flügelschlag der Zeit, steht auf dem Grab von Max Haushofer, dem Inselchronisten und Sohn des Entdeckers. Um 1870 kommen die beiden bekanntesten Maler des Chiemsees.